Okay, Leute, No More Heroes geht weiter. Endlich. Endlich nach langer Pause. Ich freue mich echt schon drauf. Hallo, Abraxel. Wie geht's? Guten Morgen. Letzte Woche ist ja ein bisschen alles durcheinander gekommen, weil ich die Xbox im Grunde vorstellen wollte. Aber ich habe gemerkt, dass da auch gar nicht so viel Interesse bei euch besteht. Mit den neuen Konsolen und so. Deswegen lassen wir das und machen wieder normale Streams, wie sich das gehört. Wie anständige Landquid Bird Riders. Halt zu alt für. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht mehr. So, No More Heroes. Wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir wirklich stehen geblieben? Wo sind wir denn? Bei welchem Kapitel? Schauen wir mal. Dear Travis, here's a highway bus ticket. Warte mal, ich muss schnell meinen zweiten Bildschirm ein bisschen anders hinstellen und so. Okay, here's a highway bus ticket, also ein Busticket für den Highway. Du weißt, wo der Busterminal ist, oder? Nimm den Bus und triff die Hexe. Sie hat mächtige Magie, aber du kannst sie töten. Komm einfach lebendig zurück. Na, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt kommt in der Rangliste. Ich bin gespannt. Ich habe zwei Theorien, wer die mächtige Hexe sein könnte. Entweder Batgirl, die vermutlich eine der bekanntesten No More Heroes Bosse ist. Oder die verrate ich nicht. Mal gucken. Düt. So. Ich befürchte, wir müssen heute in dem Spiel leider nochmal ordentlich viel grinden. Weil die letzten beiden Bosse werden teuer, bevor wir dahin können. Aber vielleicht werden wir heute sogar fertig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wäre cool. Tada! Perfekt eingeparkt. Nein! Ah, zu nah. War doch nicht so perfekt. Zu nah am Eingang zum Boss eingeparkt. Das ist nicht gut. Jetzt aber. Speedbuster. Schauen wir mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, wer das ist. Wenn ich sie sehe, dann weiß ich's bestimmt. Hey, you looking at? Aber jetzt wird er erstmal zerschnibbelt. Habt ihr gesehen, wie die obere Hälfte von dem gerade weggesegelt ist, wie sonst noch was? Crazy, das ist mir noch nie aufgefallen. Ist das normal? Hey, he's over here! Go! Yeah! Mama! Wie mache ich eigentlich? Ich habe doch irgendwie neue Moves gelernt von dem Kneipenschläger. Wie mache ich die eigentlich? Mama! Aber ist scheinbar auch nicht notwendig. Nein, nicht ausgerechnet jetzt, wo keine Gegner mehr da sind. Immer dasselbe. Na gut, nehmen wir den Bus. Aber nicht den hier anscheinend. Wie geht's euch? Wie war euer Tag heute so? Bei mir war alles recht entspannt und ereignislos. Hab den ganzen Tag Videos gemacht. Hallo, Doofkopf, wie geht's? Hey Leute, wie sieht's aus? Gut sieht's aus. Alles cool. Soweit. Ich freue mich, dass wir jetzt bei No More Heroes weitermachen. Hab mich wirklich drauf gefreut auf das Spiel. Und mal schauen, wie lange uns das Spiel noch begleitet. Ob wir nicht heute sogar fertig werden.
Wer fährt eigentlich diesen Bus? Hat der Bus eigentlich kein Dach, weil die Bluttropfen oben so durchs Dach durchregnen? Doch, er hat ein Dach. Blutdurchlässig anscheinend. Dann ist gut. Ja. Aber jetzt kommt schon ein Spiel. Was ist denn jetzt hier los? Ach so, das sind zwei Laserschwert-Tinys. Okay. Dann verstehe ich, warum wir so viel blocken und so. Laserschwert-Tinys sind schon krass. Sind harte Gegner. Oh Gott, warte. Es geht schon weiter. Okay, ich glaube, das war's schon. Travis, hello? Next up is a ranked match. Sehr gut. Win and rank 3 is yours. Lose and you're sitting on the devil's lap. Did you have any sweet dreams? If you didn't dream about me, I'll fucking kill you, I swear. If I ever hear you say another woman's name in your sleep, you'll wake up the next morning with your joystick missing. Got it? Anyway, make sure you go to the bathroom first. And when you are ready, step inside. Now, Travis, don't be getting any funny ideas. Things between you and I have not changed one bit. You are still a loser. Nothing can change that. Honestly, where do you think you're heading? There are legions of more powerful opponents out there. Never forget that. Keep your feet on the ground, your head out of the clouds, and as stiff. I am 3,602,600,218% certain you will die. But trust your force and head for the garden of madness. Okay. Ich bin mir immer noch unschlüssig, was mein Weihnachtsgeschenk betrifft, aber nachdem ich dich gefragt habe und ein paar Bewertungen gelesen habe, ist der C64 Mini vom Tisch. Ah ja, okay. Was haben denn die Wertungen gesagt? Was sind denn die Kritikpunkte? Ich weiß halt wirklich nicht, ob das großartig Sinn macht, außer für Liebhaber, so ein C64 Mini. Ich mag die Mini-Konsolen eigentlich ganz gerne, aber der wäre mir jetzt das Geld nicht mehr wert, glaube ich. Weil, wie gesagt, so viel ist Freeware und man kriegt den Emulator quasi überall und so. Weihnachten gibt's heuer nix und aus. Nein! Das kannst du nicht machen, zu alt für. Nimm uns nicht Weihnachten. Jean? Warum ist da unsere Katze? Ist sie gar nicht wirklich wahrscheinlich. It's a trap. Ja, jetzt weiß ich, welcher Boss es ist. Der ist cool. Das ist ein cooler Bosskampf auf jeden Fall. Cooler Gegner. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr Weihnachten jetzt Familienbesuche gibt. Das interessiert mich eher, ehrlich gesagt, als Geschenke. An die denke ich noch gar nicht. Also Geschenke kaufen wir natürlich sowieso und schicken es dann per Post, wenn es sein muss. Aber mir wäre ein persönlicher Besuch schon lieber. Mal schauen. Stay back!
This one's mine. So back off. What? A cat? You frightened me for a second, kitty. Master! Freaking ignorant. They never learn, no matter how old they get. They never learn. You are the third-ranked assassin? Bitch! You were saying, Sonny? I asked if you were ranked third. What? What'd you say? I said, are you the third-ranked assassin, Granny? What? Say that again. See, I'm kind of hard of hearing. I can't hear much these days. Are you ranked third? Ah, this time I heard you. Yeah, I am. Okay, there. It's complete. That's right. Don't you see? Idiots. All men are. Why should I even bother killing you? Even if you had 9 lives, it wouldn't be enough. Oh, I just love losers who don't care for their own lives. Ja, wenn da echte Klassiker auch noch fehlen auf dem C64 Mini, dann ist es natürlich ziemlich doof. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Dahin. Ah, was machst du denn? Meint ihr, ich schaffe eins weiter? Ich versuche. Oder ich trau mich nicht. Ah, das schaffen wir. Ah, das ist ja halb so schlimm. Kein Problem. Wenn das alles ist. Zieht schon ziemlich viel Energie ab, leider. Man kann ziemlich simpel nachrüsten. Das ist schon ganz cool dann eigentlich. Das stimmt. Aber relativ teuer. Ja. Das stimmt. Das ist blöd dann. Ja, meine Weihnachtsgeschenke für mich dieses Jahr sind die neuen Konsolen. Ich meine, da habe ich jetzt im Grunde die Ersparnisse vom Kanal von über einem halben Jahr im Grunde aufgebraucht. Da gibt's nichts anderes mehr. Komm schon! Das ist echt gemein. You're a joke. Okay, warten wir kurz. Ah, nee. Okay. Heilung wäre echt mal gut, aber keine Ahnung. Kann ich die Türen eigentlich öffnen? Ach komm schon, immer so kurz. Immer so kurz vor der nächsten Deckung. Es ist eine Unverschämtheit. Doch, doch, klar. Dieses 4-Klingen-Katana ist auch ein Beam-Katana. Auch wenn es nicht so aussieht. Ah, ich kann in die Türen rein. Okay. Das ändert einiges.
Dann gibt's viel mehr Deckung, als ich dachte. Oh mein Gott, ich sterb gleich. Ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen, Mensch. Dammit, ich brauche echt dringend Heilung. Eine Sammelkarte ist ja nett, aber die bringt mir auch nichts, wenn ich nicht gleich Heilung kriege. Aber hier kann man ein bisschen abkürzen. Das, und ich sehe Heilung da vorne, das ist noch besser. Aber auch Gegner. Die sind so nervig. Jetzt kann ich den nicht finishen. Okay, wir haben es gleich geschafft, nur noch ein kleines Stück. Das war nicht so gut, dass ich zu früh rausgegangen bin. Oh, wir sind so tot. Ich glaube, ich gehe nicht zu den Gegnern da. Okay, und los. Es gibt keine Deckung mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dammit. Naja, dann nochmal. Ich habe so ziemlich schon alle Geschenke für meine Eltern zusammen. Ah ja, cool. Für meine Eltern und Brüder. Zurzeit nicht lieferbar. Ah, das ist natürlich nicht optimal. Das ist natürlich alles andere als optimal. Verdammt. Da bin ich auch gespannt, ne? Von der PS5 vor allem hört man wirklich nichts, nicht viel Gutes aktuell. Ich hoffe, da habe ich Glück. Ich meine, die ist ja zum Glück in den USA jetzt schon eine Woche vor Europa gestartet. Das heißt, Sony hat jetzt immerhin eine Woche Zeit, um jetzt gleich mal für den Europastart die größten Fehler zu patchen. Kam ja jetzt heute auch, glaube ich, ein großes Update, das die Systemstabilität erhöht. Könnten die nicht vielleicht reinschreiben, dass die gravierende Fehler X, Y und Z ausgebessert haben, wäre mir lieber. Aber gut, mal schauen. Hi Mr. Skyline, wie geht's? Ich bin gespannt. Ich sehe es jetzt nicht so schwarz, ehrlich gesagt, weil viele Fälle sind schon eher so Einzelfälle im Grunde. Aber ja, mal abwarten. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn jetzt irgendwas mit meiner PlayStation 5 nicht stimmt, dann sehe ich es auch nicht so schwarz. Ich meine, das ist nervig, aber dann schicke ich die halt zurück und... Naja, mein Gott. Ich habe ja noch die Xbox eben. Insofern... Ich frage mich, ob das alles ihre Söhne sind, weil die schreien immer Mama, wenn ich die töte.
Ich habe noch keinen Stream auf einer PS5 ohne Absturz gesehen. Okay, das ist natürlich blöd. Wie viel hast du denn schon gesehen? Ich habe noch gar keinen Stream gesehen. Insofern könnte ich das auch behaupten. Hätte aber nicht die gleiche Aussagewirkung. Hi, McFly. Das reimt sich. Schön. Oh oh. Oh oh. Ah, nicht gut. Nicht so gut. Nee, ich bin da auch. Ich halt mal abwarten. Ich hoffe halt, die können wenigstens alles patchen. Wirklich problematisch wird's, wenn das Ding halt wirklich Hardware-Probleme hat. Weil dann... Ja, dann ist es wirklich blöd. Aber keine Ahnung. Zwei Jahre Garantie und... Ich schick die so oft ein, wie sein muss, ist mir wurscht. Das wird schon hinhauen. Ach Quatsch, warum verdrück ich mich denn heute dauernd? Mama! Das war zum Glück ein sehr guter Kampf. Sehr gut für uns, nicht so gut für die anderen. So, da ist jetzt aber wirklich keine Deckung mehr. Jetzt muss ich einfach durchlaufen. Ich glaube, einmal muss man hier getroffen werden, oder? What the? Was? Okay, wie komme ich an die ran? Aha, okay. Oh, das ist aber gemein, oder? Also wirklich. Das ist aber gemein. Wie soll man da drauf kommen? Also ich meine, ich bin zufällig drauf gekommen. Okay. Und jetzt schnell. So viel Zeit muss sein, aber jetzt schnell. Nicht, dass das wieder anspringt. Sehr gut. Pretty good boy. Damn right. I'm an apprentice of the master. Thunder Liu. He was a good man and I hope one day you'll be as good as he was. Count on it. A little present for you. Farewell. And good night. Ja, 300.000 Landsquid Bird Rider Dollar. Das ist gut. Aber ich kann bis jetzt schon sagen, nach einer Woche von der Xbox Series S bin ich sehr positiv angetan. Das ist wirklich für den günstigen Preis ein Wahnsinnsgerät. Da kann ich nur Gutes drüber sagen, bis jetzt zumindest. Wirklich total toll. Finde ich wirklich super. Die haben im Gegensatz zur Xbox One auf so komische, nutzlose Gimmicks verzichtet und das wirklich cool. Coole Features, coole Bedienbarkeit, alles perfekt. Hi, The Cluedo. Kein Lichtschwert im herkömmlichen Sinne. Das da, ich habe jetzt ein japanisches Katana. Das ist kein Beam-Katana. Please give it to Dr. Naomi. Dann kann sie mir wahrscheinlich ein neues Superschwert machen. Wo ist denn das Putzteam? Warum sind sie heute alleine da? Ohne Aufräumkommando. Seltsam.
Congratulations, you are officially ranked. Da ist das Putzteam. Ich habe die beiden schon vermisst. Only two more to go. It is really cool how they all die. Marvelous! Das ist schon ein sehr guter Screen hier. Den mag ich immer wieder gerne. Macht immer wieder Spaß, den anzugucken. Ach, wegen des Blutes meintest du, es ist kein gewöhnliches Lichtschwert. Es ist ja auch kein Lichtschwert, sondern ein Beam-Katana. Das ist ein... rechtlich gesehen, wenn es nach Disney-Anwälten geht, ein riesiger Unterschied. Kann man gar nicht vergleichen. Insofern... Erstmal speichern. So, Rang 3. Waren es nur noch 2. Sehr cool. Hi, this is Diane from Beefhead Videos. This is just a reminder for you to return one of our videos. It's titled 69 Techniques to Improve Your Lovemaking. It's overdue by 2 weeks. Be sure to return it to us soon. You know the drill. Go get 'em. Finde ich schön, wie der Anruf von dieser Agentur am Anfang sind, die immer noch super förmlich und hier, ihr Schreiben bitte unterschrieben zurücksenden und dann wieder immer ruppiger und immer kürzer. Finde ich cool. Okay, from UAA. 500.000 Landsquid Bird Riders. Na wunderbar, da müssen wir noch ein bisschen was verdienen. Aber erst spielen wir mit Jean. So viel Zeit muss sein. Hey, Girl. Kätzchen. Cool. Na gut, weiter geht's. Wir müssen wieder unsere Stadtrundfahrt machen. Wir müssen wieder die Läden abklappern, trainieren und... Ja, das war's eigentlich. Und Geld verdienen, genau. Neuer Job verfügbar. Wo war gleich nochmal die Sprint-Taste? Die funktioniert, glaube ich... Ah, jetzt finde ich sie schon wieder nicht mehr. Ah, hier! Auf A! Wer kann denn damit rechnen? Aber das macht alles so viel leichter. So, aber erstmal gehen wir... zu Beefhead Videos. Travis, how's business? Keine neuen Videos, na gut. Come back again. Ob man jetzt eine Plasmaklinge produziert oder eine Partikelklinge, die darauf ausgelegt ist, Atome zu zerstören, ist ein Riesenunterschied. Das stimmt. Komme ich irgendwie auch von hinten? Leider nicht. Hätten die hier den Zaun nicht hingebaut, könnte man so gut zu Naomi abkürzen. Unverschämtheit. Das Sprinten ist ja besser als das Motorrad. Für was hat man das Motorrad eigentlich? Hey, don't lay a single finger on anything. Ach so, lass mich mal arbeiten. Ich mach mit dem Katana was Cooles. Komm später wieder. Handed Japanese Sword. Okay. Cool. Schauen wir mal nach dem nächsten Bosskampf vorbei. You otaku. Mal schauen, ob sie dann ein neues Schwert für uns hat. Ich meine, gut, das Sprinten verbraucht natürlich Ausdauer und wir haben nicht unendlich viel Ausdauer. Das Motorrad schon.
Das Motorrad hat unendlich viel Ausdauer und einen Turbo-Modus, mit dem man dann nochmal sehr viel schneller ist. Wo ist mein Motorrad? Ich habe das hier stehen lassen, aber scheinbar hat es wieder irgendwer zurück ins Hotel gebracht. Na super.